herzlich willkommen zu einer weiteren Runde World of Tanks. Wir spielen auf der Siegfried-Linie mit dem Cut und dem Winnie zusammen auf Tech 4. Hallo. Ja, Malzig zusammen. Grüß Gott. Und wir werden natürlich den Sieg erringen hier in einem zweiter höheren Gefecht. Selbstverständlich. Mit Kanonen, die nicht einmal genug Penetration haben, um ein Tech höhere Panzer zu bestellen. Wo fahren wir denn lang? Mitten in die Stadt. Wir machen das, was Heavys immer machen. Wir sind Heavys? Nein, aber wir machen halt das, was Heavys immer machen. Vor allem machen wir das, was Tech 6 Heavys machen. Richtung Nullerlinie vielleicht. Richtung Nullerlinie außenrum? Ja, können wir auch mal probieren. Oh, bisschen rumalbern ist immerhin. Genau, dann treffen wir auf die Hellcat und sind alle glücklich. Das ist akzeptabel, weil die Hellcat kann so eine Cut mit seiner Flakkanone durchschlagen. Die hat nämlich nur 16mm Panzerung. Hinten. Vorne. Oh, okay. Das klingt doch nicht schlecht. Und hat doch Cut ein Ziel. Ja, das ist halt eine fahrende, völlig fette Kanone. Allerdings braucht ihr uns auch nur angucken und wir fallen tot um. Aber naja. Darfst du uns halt nicht sehen, ne? Ich hab ein Tarnnetz drauf, mir kann nichts passieren. Da ist sie übrigens. Wie auch immer. Ich hab den. Ja, ich hab den Stealth-Modus auf F liegen, ihr nicht? Auf Essen? F. Friedrich. Oh, daneben. Wenn ihr wisst, was ich meine, ihr kommt durch die Hellcat durch, auf Portal. Achso, ich hab sie übrigens zerstört, ne? Wollte ich mal kurz anmerken. Ich hab die so. Das ist genauso gut. Und jetzt kommt der KV-1S, der erste Härtetest für unsere Tech-4-Kanone. André, also du sozusagen, hat den Härtetest schon mal nicht überlebt. Du hast gesagt, Härtetest ausprobieren. Ich hab's probiert, nö, ging nicht. Ja. Der nächste Versuch auf meine Kappe. Ich glaube, da kommt der Cut jetzt zuvor. Hey, wenn du mal gucken, wie weit weg der ist. Oh, scheiße. Aua. Tatsächlich. Verdammt, der KV-1. Aber das war nicht der KV-1S. Nee, den bin ich leider nicht in der Hänge. Ich glaube, der Cut hat Schwierigkeiten, unsere Kampftechnik zu begreifen. Im Moment hat er, glaube ich, Schwierigkeiten, dem Gegner nicht die Seite zu zeigen. Dem Gegner nicht die Seite zu zeigen. Ja, der... Ja, genau, der... Er parkt mich ja auch hier zu, ne? Gerade zu. Oh Gott, ruf überall doch Heavy. Ja, sehr gut. Funktioniert ja. Da kommst du nicht immer durch, aber schieß ruhig auf ihn. Ja, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ja, dann schieß auf ihn. Ja, schade. Und an dieser Stelle stoppt das Ganze. Nö, das ziehen wir jetzt knallhart durch. So, der KV-1S. Wem wollen wir denn zugucken? Sucht sich jeder von uns einen spannenden Z zum Zugucken und dann kommentieren wir das Ganze. Ich habe einen meiner Lieblingspanzer gefunden, von der Form her, den guten BDR G1B. Ich gucke dem Cromwell, der versteckt sich gerade auf Gustav 2 hinter einem Bunker. Und ich gucke dem Shadow Master zu. Oh, du spielst auch irgendwas anderes, oder? Der heißt so. Also, um euch kurz auf dem aktuellen Stand zu halten, mein Cromwell fährt tatsächlich jetzt vor, dealt dabei aber sicherheitshalber mit seiner Kanone nach außerhalb Schlachtfeldes. Mein WDR nähert sich. Das soll ja nicht bedrohlich wirken. Also, den Punkt, wenn man das. Ja, meiner zieht sich zurück. Meine jetzt auch. Meine versucht gerade den Der Cromwell hat seine Kanone wiedergefunden. Funktioniert aber nicht, stattdessen sollte er mal gucken, wer auf ihn schießt. Und seht euch das an, der Cromwell hat Ari zerstört. Also zumindest eine. Und das hat er quasi ganz allein gemacht. Ja, der Cromwell hat die... Mein BDR ist lernresistent. Der steht jetzt seit Ewigkeiten an der gleichen Position und lässt sich dann nach und nach treffen. Aha. Mein Cromwell stellt gerade fest, dass die rote Linie überraschenderweise das Ende des Schlachtfeldes markiert. Oh, du hast eine Intelligenzbestie erwischt, glaube ich. Ja, meiner wird gerade auseinandergenommen. Ja. Allerdings. Ich glaube, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Du meinst den, den du eben noch als lernresistent geschrieben hast? Richtig. Aber der größte Schwachmat kann in diesem Spiel auch Winner sein, weißt du doch. Auf was hast du gesetzt? Was hast du gesetzt? Auf die BRD hat er gesetzt. Auf das BDR-Dings. Ja, genau so sieht das. Obwohl genau so sieht er auch das geklärt aus. Wurde.
Ah, der Shadow Master beweist auch Skill, indem er andere Autos kaputt fährt. Er hat den T1 Heavy zerstört. Andere Autos kaputt fährt? Ja. Der Cromwell hat die Fährte von der zweiten Ari verloren. Finde ich auch sehr witzig. Jetzt aber. Zack. Das ist übrigens kurz nach 10, wenn ich die Uhr da richtig gesehen habe. Wo ist das kurz nach 10? Auf der Siegfriedlinie, da hängt eine Uhr. Am Rathaus oder was das heißt. Morgens oder abends? Morgens. Ah. Hey. Ich würde sagen, die Runde gewinnen wir noch. Trotz unseres heldenhaften Einsatzes. Ja. Nur wegen dem BDR. Nein, geh den Cromwell ab. Der Cromwell hat vier Kills. Oh, okay. Ja, er ist ein Tier. Ich sehe mir jetzt an, wie der BDR nicht die Ari killt, sondern wahrscheinlich... Also so zur Info, ne? Ich gucke übrigens der AT2 zu. Dein Shadow Master ist da. Ah ne, Master. Ja. Master. Master? Oh. It's bad. Und? Aber vielleicht kriegt ihn ja Sabber 1973 noch. Schauen wir doch mal. Nein, ich glaube, Sabber ist zu langsam. Nein, Sabber hat gemacht. Hier das ist der BDR, dem ich die ganze Zeit zugeschaut habe. Ich habe nur den Namen durchs Bild fahren sehen. Ach so. Wow. Ah, hier, da. Mein BDR. Ich Hauptsache, ich habe den Sharpshooter, wa? Hier, Winnie. Ich glaube, wir tauschen nächstes Mal den Cut gegen den Sabber aus. Das ist Thema nach Damage. Ach so. Das ist überhaupt kein ganz schlechter Plan. Gut, war aber eine witzige Runde. Und entschuldigt das Fremdmentieren. Oh mein Gott. Gut, ist dafür, dass meine Wumme so klein ist. Ich habe ungefähr 3000 Mal geschossen und nicht einmal getroffen. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaltet das nächste Video ein. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao.